Moletieri war bis zum Ende der letzten Saison Co-Trainer von Norbert Meyer in Bielefeld. Nach dem Abstieg der Arminia zog es ihn als Chef nach Duisburg. Meyer hat es heute vorgemacht, jetzt ist Letieri dran. Vor einer erstligareifen Kulisse. Seit 2008 ist das Stadion erstmals wieder in einem Ligaspiel ausverkauft. 30.500 Zuschauer, es kann losgehen. Duisburg in Blau-Weiß, extrem offensiv ausgerichtet. Man merkt früh, der MSV will den Matchball heute nutzen. Onuekbu verliert den Ball, Kiel befreit sich erstmal. Scheffler wird von Bajic gefoult. Freistoß für die Gäste aus Kiel. Mai Kegel und Patrick Herrmann stehen bereit. Kegel macht's gut. Die Führung für Kiel. 10. Minute, Mai Kegel mit seinem zweiten Saisontor. Aber unhaltbar war der nicht. Michael Ratajczak sieht nicht gut aus, boxt sich die Murmel ins eigene Tor. Wie reagiert der MSV auf den frühen Schock? Grote zurück nach einer Gelbsperre. Enis Hayri völlig alleingelassen. Hayri gegen Kronholm, der Ausgleich. Sein erster Saisontreffer und dann so ein wichtiger. Was macht da die beste Abwehr der Liga? Alle Kieler auf der rechten Seite. Grote erkennt das und Hayri spaziert allein durch. Nach 20 Minuten ist der MSV wieder an Kiel vorbei. Bliebe es so, hätten Carsten Neitzel und seine Mannschaft den direkten Aufstieg nicht in eigener Hand. Eine Minute nach dem Ausgleich, wieder der MSV, jetzt wie beflügelt. Onuekbu hat das Auge für Gardavski, 2:1, Doppelschlag Duisburg, ja Wahnsinn! So wäre der MSV sicher oben. Kronholm im Kieler Tor gibt dem Ball hier noch den entscheidenden Touch. Gardavski muss nur einnicken. In 2 Minuten das Spiel gedreht. Keine halbe Stunde gespielt. Kiel wirkt wie benommen von den beiden Duisburger Treffern. Der MSV jetzt leichtfüßig. Wolze mit dem Einwurf. Grote, wieder Wolze und Gardavski! Na klar, rein damit. 3:1 für Duisburg. Jeder Schuss ein Treffer. Gardavski mit seinem 5. Saisontor. Er trifft immer zu Hause. Und immer wenn er trifft, hat der MSV auch gewonnen. Wenn das mal kein Omen ist. Was aber ist mit der Mannschaft der Stunde? Kiel hat im Jahr 2015 noch kein Spiel verloren. Jetzt wirken sie wie gelähmt. Ein erster Annäherungsversuch endet im Nichts. Falsch, er endet sogar in einem Duisburger Konter. Kingsley Onuekbu. Onuekbu, charmant begleitet von Hauke Wahl. Dann kommt noch Slapstick dazu und Janjic. Es gibt tatsächlich vergebene Duisburger Torchancen. Es bleibt beim 3:1 zur Pause. Der MSV und Trainer Gino Letieri sind auf dem besten Weg, der Arminia in die zweite Bundesliga zu folgen. Rein in die zweite Halbzeit. Kiel hat sich vom Schock ein wenig erholt. Dazu Top-Torschütze Marc Haider jetzt auf dem Platz. Er saß angeschlagen zunächst nur auf der Bank. Da haben wir ihn am Ball. Haider und Scheffler bekommt keinen Druck auf diesen Kopfball. Aber ein kleiner Hoffnungsschimmer für Holstein Kiel. Andere Seite, Ecke Duisburg. Eine Stunde gespielt. Martin Dausch und Kingsley Onuekbu. Den bringt er normal zumindest aufs Tor. Der King, wie sie ihn nennen, heute noch ohne eigenen Treffer. Dann wieder Kiel. 2 Tore müssen mindestens her, um noch eine Chance auf den direkten Aufstieg zu haben. Tim Siedschlag nimmt hier den Stechschritt von Bajic dankbar an. Freistoß für Kiel. Auf diese Weise fiel immerhin das 1:0. Aber wer soll schießen? Wieder Kegel. Der große Kieler Freistoßrat tagt und diskutiert die Wahl des Schützen. Man möchte ihnen zurufen, ihr habt doch keine Zeit. Dann aber geht es ganz schnell. Kohlmann aufs kurze Eck. Es bleibt bei der Duisburger 3:1 Führung. Wir sind in der Schlussphase. Kiel stemmt sich gegen die Niederlage. Gibt es noch ein Wunder?
Der Ball landet bei Kohlmann. Kohlmann. Nochmal Scheffler mit diesem harmlosen Versuch. Der 10-Tore-Mann heute glücklos. Macht Gino Lettieri es Norbert Meyer nach. Ganz Duisburg guckt auf die Uhr. Ganz Duisburg guckt auf Schiedsrichter Tobias Stieler. Dann ist es aus. Es hält keinen mehr in Duisburg. Der Betriebsunfall dritte Liga ist nach 2 Jahren beendet. Mit einer richtig starken Rückrunde meldet sich der MSV zurück in der zweiten Fußball-Bundesliga. Die direkten Aufstiegsplätze sind also vergeben. Kiel bleibt vorerst Dritter. Ob der Relegationsplatz schon heute sicher ist, hängt auch von den Ergebnissen der Konkurrenz ab.